Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Lerntutorial, in dem Sie heute die S-Verweisfunktion kennenlernen. Das Ganze würde ich gerne an einem kleinen Beispiel besprechen. Und zwar haben wir eine Klausur geschrieben und wir haben diese Klausur bereits korrigiert und Punkte verteilt. Die Punkte sehen Sie zugeordnet zu den jeweiligen Schülern in der orangen Tabelle. Jetzt ist es uns wichtig, dass wir zu diesen Punkten natürlich automatisch auch eine Note erhalten. Dieses Notenschema heißt Punktzuordnung zu den Noten finden Sie in dieser grünen Tabelle. Das ist aufsteigend sortiert von Punktzahlsicht aus, sodass wir wissen, ab einem bestimmten Punktwert gibt es eine Note. Kurz mal im Kopf gerechnet, nehmen wir uns zum Beispiel mal die Jessica raus. Dann hat sie 42 Punkte und würde bedeuten, dass sie eine 5 bekommen würde, weil die 42 größer als 30, aber kleiner als 50 ist. Was soll diese Funktion also für uns tun? Diese Funktion hat einen Suchwert. Dieser Suchwert ist unsere 42 und dieser Suchwert soll irgendwo gefunden werden. Im Idealfall bei uns in dieser Spalte F, dort wo die Punkte auch sind. Bedeutet, die Funktion geht hin, nimmt die 42 und sucht dort in dieser Spalte F nach einem entsprechenden Wert. Wenn dieser Wert gefunden wird, möchten wir natürlich, dass dann die daneben stehende Note in unserem Feld erscheint, also ausgegeben wird. Das können wir natürlich mit der verschachtelten Wenn-Funktion lösen. Das Problem dabei ist allerdings, dass wir alleine jetzt schon 5 Verschachtelungen brauchen würden und diese Funktion deshalb relativ unübersichtlich werden würde. Das muss auf jeden Fall irgendwie einfacher gehen und dafür gibt es dann die Funktion des S-Verweises. Der S-Verweis ist so aufgebaut. Wir haben einmal unseren Suchwert, das ist das Suchkriterium, und dann haben wir eine Matrix. Diese Matrix ist unsere komplette grüne Tabelle, weil dort sowohl unser Suchwert drin zu finden ist, als auch sich unser Ausgabewert befindet. Zu guter Letzt haben wir noch unsere Ausgabenspalte, die wir über unseren Spaltenindex ausgeben können. Der Bereichverweis, sei mal hinten angestellt und ist hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt, ist in unserer Situation hier allerdings irrelevant. Versuchen wir uns das doch mal jetzt an diesem konkreten Beispiel zu errechnen. Wir geben also ein, gleich S-Verweis, und haben jetzt unsere Zelle C9. Da steht unser Wert drin, die 42 Punkte, das war unser Suchkriterium. Dieses Suchkriterium möchten wir jetzt in unserer Matrix, das war ja die grüne Tabelle, markieren wir direkt, finden. Und am besten natürlich dann in dieser Spalte F. Das setzen wir sofort fest, damit wir das nachher runterkopieren können. Und jetzt müssen wir den Spaltenindex abgeben. Wichtig ist an dieser Stelle, dass wir uns von dieser Idee der F- und der G-Spalte lösen, denn die F- und G-Spalte existiert in dieser Matrix eigentlich nicht. Wir haben eigentlich in dieser Matrix, die wir gerade ausgewählt haben, nur die Spalten 1 und 2. Und zwar ist die Spalte 1 die Spalte mit den Punkten und die Spalte 2 ist die Spalte mit den Noten. Und da wir ja die Note ausgeben wollen, ist also hier eine 2 zu setzen. Den Bereichverweis, den ignorieren wir an dieser Stelle, heißt wir schließen unsere Klammer ganz einfach und bestätigen mit Enter. Wir sehen, alles klar, die 42 gibt die 5 aus. So haben wir uns das eben auch gedacht. Da wir ja schon festgesetzt haben, können wir diese Funktion jetzt einfach runterkopieren und machen ganz kurze Vergleiche. Wir gucken hier, 94 Punkte ergibt eine 1, das stimmt. 80 Punkte ergibt eine glatte 2. Oder 77 Punkte ergibt eine glatte 3. Hat also sehr gut funktioniert. Schauen wir uns also nochmal ganz kurz an, was diese Funktion jetzt letztendlich getan hat. Diese Funktion nimmt sich unser Suchkriterium, die 42, und geht damit in unsere Matrix. In unserer Matrix in der ersten Spalte ist unser Suchbereich und da schaut dann diese Funktion nach, wo diese 42 liegt. Dafür vergleicht sie die 42 zuerst mit der 0. Dadurch, dass die 42 größer ist, geht die Funktion einen Schritt weiter und vergleicht die 42 mit der 30. Die 42 ist auch größer als die 30 und wird deshalb dann noch mit der 50 verglichen. In diesem Moment ist diese 42 allerdings kleiner als 50. Die Funktion springt zurück auf den letzten geprüften Wert, also die 30, und gibt dann die entsprechende Note aus, in diesem Fall die 5. Und wie wir sehen, hat es ja auch ganz gut geklappt. So, das war's auch schon mit der S-Verweis-Funktion. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.